Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volltreffers. Ich freue mich, dass ich heute einen spannenden Gast an meiner Seite habe. Martin Amedick, herzlich willkommen. Danke. Ehemaliger Fußballprofi von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, SC Paderborn unter anderem. 2012 hat er eine psychische Krankheit erlitten und ließ sich behandeln. Du hast dich entschlossen, deine Verletzung, deine Krankheit öffentlich zu machen. War es eine schwere Entscheidung? Wieso habt ihr das gemacht? Es war eine schwere Entscheidung bis zu diesem Zeitpunkt, also bis ich da hingekommen bin. Ich hatte die Symptome der Erkrankung schon länger, bestimmt anderthalb, zwei Jahre. Und bis ich dann endlich zu dem Entschluss gekommen bin, ich gehe raus aus dem Training, aus dem Fußballbetrieb, um zu gesunden, dann war für mich relativ klar, dass ich das auch dann öffentlich mache. Wobei man auch sagen muss, zu dem Zeitpunkt haben wir es als temporäres Erschöpfungssyndrom benannt, was dann auch ein Zeichen war. Ja, ich wollte auch nicht dieses Schlagwort Depression da in irgendwelchen Artikeln stehen haben. Heute mit dem Abstand und mit den Jahren spreche ich da natürlich anders drüber. Wie war die Reaktion von außen, von Fans? Ja, es gab sehr viel Zuspruch. Okay. Für mich war gut zu dem Zeitpunkt. Ich war von Kaiserslautern nach Frankfurt gewechselt. Da ein halbes Jahr noch im Spielbetrieb in der zweiten Liga damals. Und dann bin ich zur Sommerpause aus dem Spielbetrieb raus und aus dem Trainingsbetrieb. Und da war es für mich einfacher, in Frankfurt zu gesunden, weil ich da ein bisschen mehr Abstand hatte. Die Reha-Maßnahmen liefen wie ab? Stationär? Nee, ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich Psychotherapie gemacht, ambulant. Auch mit einer Psychiaterin, die dann ein Medikament verschrieben hat zu dem Zeitpunkt, um einfach den Körper zu stabilisieren. Und zusätzlich konnte ich für mich selber entscheiden, wie viel will ich selber machen, sportlich. Ich bin zwar vom Trainingsbetrieb rausgenommen, aber ich konnte für mich laufen gehen, was mir auch gut tat. Also es gab mehrere Bausteine, die dann wichtig für die Gesundung waren. Hat die Krankheit deine Karriere dann kaputt gemacht? Naja, ich war in Frankfurt, wo ich eigentlich aussortiert werden sollte. Mir wurde nahegelegt, den Verein zu wechseln, wo ich ein halbes Jahr erst da war und noch zwei Jahre Vertrag hatte, und dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Dann war ich ein halbes Jahr raus und bin dann wieder zurückgekommen. Frankfurt war dann in die Bundesliga aufgestiegen und ich wusste, dann wirst du nicht mehr viele Chancen haben auf Einsätze. Ich habe mich dann wieder fit gemacht und bin dann in die Heimat gewechselt. Rückblickend kann man natürlich sagen, in Paderborn habe ich dann auch nicht viele Einsätze gehabt. In dem zweiten Vertragsjahr in Paderborn habe ich auch keine Rolle mehr in der ersten Mannschaft gespielt. Aber für mich war es dann so, dass ich ein Studium dann anfangen konnte mit Psychologie in Bielefeld. Und das war für mich auch ein guter und wichtiger Schritt. Von daher hatte ich auch viele Vereine, Traditionsvereine und gute Stationen, wo ich auch Bundesliga für mich schon gespielt hatte. So war das für mich auch einfacher zu akzeptieren und zu sagen, bis zu diesem Punkt ist es jetzt deine Karriere gewesen und jetzt kommt was Neues. Wie beurteilst du deine Karriere rückblickend? Ich bin natürlich zufrieden, weil das ein Kindheitstraum ist, für solche Vereine zu spielen. Also Borussia Dortmund, da habe ich als Jugendlicher oder als Kind noch Kinderbettwäsche gehabt und bin mit 14, 15 Jahren mit Freunden zur Südtribüne immer zu den Meisterschaftsspielen gefahren. Das kann einem auch keiner mehr nehmen. Du studierst jetzt Psychologie. Mhm. Wo soll deine Reise mal hingehen? Mein Ziel mittelfristig ist dann schon als Sportpsychologe irgendwo später tätig zu sein. Würdest du sagen, 10 Jahre nach dem Tod von Robert Enke, es hat sich im Profifußball was verändert? Ich glaube, es hat sich insgesamt im Umgang mit Depressionen schon was verändert und getan. Aber natürlich gilt es trotzdem weiterhin, darauf aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, was hinter der Erkrankung steckt und wie ein möglicher Umgang damit ist. Ich sag dir vielen Dank und wünsche für deinen Weg alles Gute. Dankeschön.